und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit dem Journal. Es wird Zeit für eine neue Seite, weil wir haben ja gestern so schöne Bilder gemacht und die müssen irgendwo ein Plätzchen bekommen. Und das erste Plätzchen, was sie bekommen, ist eine Seite hier in dem Journal, habe ich mir überlegt. Genau. Und da werden sie das erste Mal untergebracht. Erst einmal hier raus. Zu. Und dann lege ich das hier zur Seite. Jetzt brauchen wir unsere Seiten nur noch. Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Also, ich hole mal das, was wir da gestern gebastelt haben. Oh, machen wir das? Wir könnten auch die reinmachen. Oh, das wäre auch schön. Ich hatte mir was anderes mit vorgestellt, was ich damit machen wollte. Der erste Gedanke, den ich damit hatte, der bleibt. So, das kommt wieder weg. Okay, wir bleiben hier. Ich habe ein bisschen gefusselt. So, weg sind sie. Und diese ganz normalen Bilder ist gar kein Thema. Die anderen Bilder, wo so ein bisschen Transparentpapier, wo Transparentpapier dran ist, da müssten wir, wenn dann noch was machen. Kommt natürlich darauf an, was im Hintergrund ist. Wenn ein heller Hintergrund ist, dann geht's. Ich möchte aber gerne tatsächlich mal einen dunklen Hintergrund. Ich mache immer alles so hell und da habe ich mir diesen Block raus. Also ich habe tatsächlich, ich habe gerade geguckt, nicht wirklich viele Blöcke, die dunkles Papier enthalten. Das müsste ich ändern. Ich habe also einen Kaufauftrag für mich. Ich brauche Blöcke mit etwas dunklerem Papier hin und wieder auch mal. Ich habe mich für diesen hier entschieden. Der ist aber eigentlich eher... Ja, wir müssen mal gucken. Wie gesagt, der einzige Block mit dunklem Papier. Schauen wir mal durch. Der ist eigentlich eher so ja, Halloween-Wicker, so ein bisschen. Ne? Das sieht doch schon ganz cool aus. Passen aber die Bilder nicht zu. Ich hätte gesehen, hier ist so ein Rot drin. Das hätte ich ganz gerne. Wir gucken einfach mal. Wir gucken. Wenn ich den finde, verlinke ich euch den unten. Ansonsten, wo ich den her habe, weiß ich nicht. Hier ist das rote Papier. Hand rein. Haben wir zwei Seiten von. Sehr gut. Können wir noch irgendwas anderes nutzen? Das ist aber... was nehme ich da? Warte mal. Ich glaube, das andere wäre mir zu wild. Gib mir mal irgendein Bildchen. Nehme ich mir das hier. So, ich lege das mal hier drauf. Ja, das wird nicht ganz so unruhig. Wo war das andere jetzt? Das hat so was Tapetenmäßiges, ne? Ich finde das hier besser. Das ziehe ich mir raus. So, kriege ich beide da drauf? Natürlich nicht. Warum stellst du auch so eine Frage? Ich hätte so ein Stück frei. Hier waren noch gerade so Streifen. Passt aber gar nicht dazu. Das passt gar nicht dazu. Nee, wir gucken mal, was wir noch hier drin haben. Wo war ich? Hier haben wir. Das sieht auch cool aus, aber das passt nicht. Das ist schön. Das passt aber auch nicht. Das hat was Tapetmäßiges, aber da ist halt auch so ein Spinngewebe drin. Wie gesagt, das ist jetzt schwierig, ne? Hier halte ich mal meine Hand drin. Nee, nein, 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 das passt halt nicht, nein, das passt auch nicht. Das finde ich ganz cool, finde ich aber nicht so stimmig mit dem hier. Sieht cool aus, bringt mir nichts. Das ist mir dann doch zu dunkel, okay. Ja. Doch, wir haben noch ein paar Seiten, Moment. Nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich überlege gerade, ich meine, ich habe noch so ein Waldbild. Ich guck mal eben. Ja, und zwar das hier aber, das finde ich jetzt... Ja, Hello Kitty jetzt gerade... Wieso habe ich denn das jetzt mitgenommen? Nee, da habe ich was anderes im Kopf mit. Seit gefühlt Jahren schon. Was anderes, das ist Lawform, das passt nicht. Das ist zu... so niedlich einfach. Nee, nee. Nee, mein Gedanke war halt hierbei, aber das passt nicht. Ich möchte halt diese Größe auch beibehalten. Das ist eher sowas für Mixed Media in der Größe später irgendwann mal. Wenn ich irgendwann mal dazu komme. Nee, da war... Nein, nein, nein. Pack das mal wieder ein. Dann legen wir das zur Seite.
Ja, dann werde ich einfach zwei Seiten nehmen müssen. Das ist dann einfach so. Das ist dann so. Okay, du dann bitte auch einmal raus. Bei solchen Blöcken fällt mir das dann auch ein bisschen schwerer, ne? Das muss ich auch zugeben. Jetzt habe ich das Papier ja danach nun mal nicht mehr. Aber es wird sich ein anderes finden. Aber wie gesagt, ich so dunkles Papier habe ich nicht. Das habe ich nicht. So, einmal wieder wegräumen alles. Kann ich hier gleich die Sachen auch reinpacken. Und dann würde ich vorschlagen, kleben wir das jetzt erstmal auf. Bedeutet, soll ich das in irgendeiner Form aufbauen? Ist da so ein Schmiere drauf? Keine Ahnung, jetzt habe ich das wahrscheinlich hier irgendwo vollgeschmiert gerade. Ich würde sagen, ich klebe das einfach irgendwie auf. So machen wir das. Einfach wieder Klebe hier drauf. Wie wir das sonst auch immer machen. Und dann geht's gleich weiter mit Ausschneiden. Das mache ich wieder mit dem Skalpell. Und die Löcher machen, das mache ich wieder mit meinem Locher. Und dann hören wir uns wieder. Lasse ich euch ja beim Schnelldurchlauf laufen. Ich glaube, so finde ich das schon ganz gut. Das brauchen wir jetzt einmal wieder alles hier. So. Distressed nochmal mit Ground Espresso. Jetzt überlege ich gerade. Ich kann mal gucken, ob das aussieht. Oder ob ich das nicht so cool finde. Oder ob ich. Moment, hier habe ich die anderen. Oder ob ich die sind dunkler. Hatte ich die? Ich hatte doch noch andere. Die hier. Diese haben nämlich noch einen Stempel drauf. Oder ob ich die nehmen möchte. Muss man nicht. Kann man aber. Was finde ich jetzt besser? Ich glaube, ich nehme die hellen. Ich nehme die hellen, die fallen besser. Die fallen besser auf. Die nehmen wir so. Auch bei allen einmal. Okay. Das finde ich gut. Das brauche ich nicht mehr. Machen wir das bei denen hier auch noch mal. Ich überlege mal, ob ich noch mal mit etwas dunklerer Farbe drüber gehen sollte oder ob wir es so lassen. Das kann ich ja noch entscheiden. Das eilt jetzt nicht. So, und hier unten noch mal ein. Okay. Dann haben wir das auch. So, dann hätte ich gerne meine Bildchen da drauf. Ich hatte doch drei da, die drei ganz gerne. Bidim, 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 bidim. So vielleicht eher. So. Sollte nicht so gleich sein. So ein bisschen unterschiedlich soll, darf es schon sein. Ist halt die Frage. Hier würde ich einfach ein weißes Papier hintermachen. Guck mal, hier hätte ich ja noch eine. Ich finde die Kinder zwar cool, aber jetzt gerade nicht so passend.
Oder sie ist das? Sie ist das, die mir nicht passt. So finde ich es besser. Und dann, wie gesagt, hier drüben fehlt mir noch was. Da werden wir was anderes machen. Aber hier kommen die erstmal hin. Die klebe ich fest. Ganz normal mit Flüssigkleber in dem Fall. Gehe ich einmal rum. Mein Tool vielleicht nochmal, sodass wir so ein bisschen verteilen können hier. Und dann dürfen die beiden hier hin. Moment, ein bisschen rüber, glaube ich, ne? So. Muss nicht perfekt sein, aber so im Ansatz sollte das schon passen. Es ist die Frage, möchte ich das eher so haben, nochmal hier weg, oder möchte ich das eher so haben? Ich glaube, so machen wir es, ja? Das heißt, sie bekommt auch ein bisschen Kleber. Einmal rum, ein bisschen in der Mitte. Hier verteile ich das wieder ein bisschen. Dann haben wir hier nicht so Würstchen und haben ein bisschen mehr Klebe überall. Hier habe ich gestern noch nicht nachgeklebt, wie wir sehen. Dann mache ich das jetzt. Und dann darf sie hierhin. Nachkleben können wir ja immer noch. Und dann haben wir noch das Mädel mit der Katze. Hier hatte ich auch. Hier habe ich nachgeklebt. Ja. So, rum. Bisschen da rein. Dann verteilen wir auch hier den Kleber wieder. Und dann setze ich sie jetzt hier hin. Da kommt sie jetzt hin, die Kleine mit der Katze. Okay, das ist doch schon mal schön. Da haben wir doch schon mal den Anfang gemacht. Dann machen wir das. Nee, mach das mal nicht zu, weil, guck mal hier, wir haben ja die noch jetzt. Möchte ich die da jetzt schon mit dran geben? Oder möchte ich das nicht? Also die hier, ja. Das ist ja alles aus dem Einstanzenset. Für die, die das nicht gesehen haben, das Video verlinke ich euch einfach ganz am Ende von dem Stanzenset. Oder auch von den Bildern. Ich verlinke euch das von den Bildern, dann seht ihr das auch. Könnt ihr auch gucken, wie das mit den Bildern geht, wie ich das gemacht habe. So, und dann darf das schon mal hier hin. So. So, also verkehrt herum möchte ich das eigentlich nicht haben. Wir könnten auch eins einfach hier so mit hingeben, finde ich. Das sind ja zwei unterschiedliche. Nimm mal den Rahmen hier weg. So, der andere? Nee, wo ist denn der andere davon? Das müsste der hier sein. Ja, das ist der. Finde ich alles doof. Finde ich gerade alles doof. Nee, nee. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre hier oben. Und dann dasselbe hier unten nochmal. Sieht so merkwürdig aus gerade heute. Also nicht so mein Tag gerade. Kann das sein? Kann das sein? Wir gucken mal. Ich habe hier, Moment, ich habe Spitze liegen. Können wir hier hin machen? Die könnten wir nicht nur, die machen wir dahin. Die finde ich passt doch ganz gut. Ich mache das ein bisschen so. Bisschen großzügiger schnippel ich das einmal ab. Kann ich das noch so ein bisschen auf mich wirken lassen da vorne? Und dann, Moment, ich gebe hier oben einfach ganz zart. Das ist für die obere Kante. Und hier gebe ich auch ganz zart dann einmal was drüber. Und dann müsste das doch hinhauen. Okay. So. Ja. Das ist wie ausgemessen, guck mal. Nicht verschieben jetzt, jetzt einfach in Ruhe lassen, das lassen wir anziehen, dann schnibbel ich das da rechts und links noch ab. Das finde ich auch gut. Jetzt brauche ich aber was, dass das alles zusammen harmoniert. Ich hätte sie ja noch. Die könnten wir hier hinpacken. Was auch cool aussah, wenn man das einfach einzeln nochmal mit drauf geben würde.
So. Mal das. Hier ist sie ja halt alleine. Das noch mit dazu. Mhm. Ja. Ich näher mich hier was. Wir könnten aber auch. Wir haben noch ein paar davon. Oh Mann, nee, das passt hier nicht. Das ist ein Rest. Das passt hier auch nicht. Mehr habe ich nicht. Okay. Entweder der oder der. Hm. Dann sie dorthin. Ja, ja, ja. Ja, das machen wir. Klebe ich fest. Hier ist eine kleine Tasche drin. Könnten wir also noch was reinmachen, wenn wir möchten. Ich glaube aber nicht, dass ich das möchte. Klebe hintergeben. Hier ist kein Thema. Hier mache ich nur so Stupsen drauf auf das Teilchen hier. Ganz liebevoll. Und hier oben mache ich einfach doppelseitiges Klebeband hin. Und dann schauen wir mal. So ist doch. Na, habe ich, muss höher. So. Sonst wäre der hier nicht drauf gewesen. Und einfach nur noch andrücken. Wenn das hier jetzt nicht stimmig ist, dann kann man immer noch mal ein bisschen Kleber dahinter geben. Ist ja klar. Okay, und dann darf sie jetzt hier hin. Aber vorher muss ich die Ecke ankleben. Das ist ja sonst doof. So. Auch hier einmal Kleber hinter. Mal ein Silikonpinsel. Schön verteilen. Dann darf sie hier hin. Ich lege einmal das da drauf, dann darf das auch erstmal wieder ruhen. Jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Hier ist nicht genug Gold drauf, finde ich. Mache ich das jetzt noch mit da drauf? Mir fehlt hier, also auf der Seite fehlt mir definitiv was. Ich habe meinen Banner hier noch. Den könnten wir hier drüber geben noch, aber der ist zu weit. Nicht zu weit, der ist zu weit oben. Versuche ich an meinen Gedanken daran teilhaben zu lassen, aber manchmal denke ich trotzdem einfach für mich selber hier gerade. Nee, das passt nicht, das will ich nicht, geh weg. Wir könnten das noch mit dazu nehmen, dass wir so eine Ecke dazu kleben. Haben wir den hier weg nochmal? Ja, das finde ich schon ganz gut. Dann können wir das hier gleich abschneiden und könnten dann da oben in der Ecke das machen. So machen wir es, okay. Ich gebe hier ein bisschen Klebe drauf, auf diese eine Ecke. Ist natürlich nicht so schön, wenn der Kleber da jetzt so durchguckt. So, wir können ja da gleich nochmal was drüber kleben oder so. Das hier, damit das gut funktioniert, will ich das so... Ja, wir lassen es antrocknen. Wir lassen es einfach antrocknen. Und dann klebe ich den hier noch mit hin. Ja, so machen wir es jetzt. Habe ich keine Rahmen mehr übrig, dann brauche ich neue. So. Aber auch das ist kein Problem. Die sind ja, naja, schnell gemacht jetzt nicht, aber sie sind gut zu machen. Sind einfach zu machen, muss ich sagen. Ist jetzt nicht in 5 Minuten erledigt. So. Und jetzt ist die Frage, bekommst du hier nochmal den dazu oder lasse ich das? Aber dann ist hier was los, ne? Dann ist hier ein bisschen was los, schön bis zu dem hier. Könnten wir noch ein bisschen höher machen? Ja, doch. Dann, ja, habe ich keinen mehr. Also keinen leeren mehr. Ich hatte nur 2 leere, ich hätte mir noch 2, 3 übrig lassen sollen. Hinterher und so, ne? Okay. Das darf dann hier auch hin und dann einmal dort. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann nehme ich die Schneidematte eben. Dann gehen wir da auf jeden Fall auf Nummer sicher. Messerchen. Oder halt auch nicht, ne? Wäre die Schere vielleicht doch besser gewesen, wieder alles
bisschen mehr Druck, dann geht's. Okay. Hat jetzt was verschoben oder so? Nein, ist angezogen gewesen. Gut. Alles gut. Ich nix kaputt gegangen. Sehr schön. So. Jetzt haben wir hier unten sowas Kleines. Und dann war jetzt meine Überlegung, das Ganze einfach hier oben auch hinzumachen. Warum nicht, ne? Warum nicht? Machen wir. So. Auch ein bisschen Kleber überall drüber. Lassen wir dann auch wieder anziehen den Kleber dann gleich. Und dann können wir es wieder abschnibbeln. Das muss ja auch nicht perfekt aussehen. So, ja, jetzt nimmt das Ganze so ein bisschen Form. Ich nehme mal das weg so lange. Das stelle ich zur Seite. Das kommt alles zur Seite. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Ja, und zwar würde ich das hier jetzt gerne einmal abschneiden. So. Einmal. Ja. Und das Ganze jetzt noch einmal. Ich kann das so rum nicht. Das muss jetzt so rum. Das muss so rum funktionieren jetzt. Und zweimal. Zur Seite. Ja. Oder? Doch, ich finde das sehr cool. Ich finde das sehr, sehr cool. Hier oben das jetzt nochmal schnibbeln. So. Einmal. Wo ist, da? Bisschen chaotisch heute wieder hier alles. Das haben wir. Andere Seite. So. Ja, so machen wir es. Fantastisch. Lass doch los. Doch, du musst nicht bleiben. Okay. Oh, ich finde es toll. Ich mag es sehr, sehr gerne. Was dazu schreiben? Nein, nein, nein. Das möchte ich genau so behalten. Ich finde es sehr, sehr schön. Das hier hatten wir gemeinsam gemacht. Die Bilder haben wir gemeinsam gemacht. Das ist so ein Erinnerungsteilchen. Ne? Hier haben wir unseren kleinen Igel. Die Sachen hatten wir auch irgendwann gemeinsam gemacht. Ich mag's. Was man noch machen könnte, wollen wir so ein paar Steps drumherum machen noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das passt zu dem Stil jetzt hier gerade nicht. Nee. Das Ganze lasse ich jetzt gut trocknen. Und ich hole euch... Oh, Glitzer. 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 Tickets. Gold. Das geht jetzt, oder? So ein bisschen. Moment. Meine Finger sehen aus, das ist der Kleber, den ich jetzt an der Hände habe. Also nicht wundern. So ein bisschen... Ein bisschen Goldglitzer. Guck mal hier. Passt das wunderbar. So ein bisschen. Nur ein bisschen. Oh, das finde ich gut. Das mag ich. So. Vorne noch so ein bisschen. Ich mag das auch, wenn das in so Also man kann das gut in so Spitze reinarbeiten. Aber nochmal. Ich finde das immer ganz cool. Sie frage mich das da oben auch oder lasse ich da die Finger von der Spitze? Irgendwie finde ich dieses Weiß, das ist so unpassend, aber irgendwie doch passend. So, noch ein bisschen Glitzer. Nee, ich will es nicht kaputt machen. Ich bin gerade eigentlich zufrieden. Lass es. So, ich würde sagen, ich hole euch einmal näher. Und da habe ich euch. Und dann würde ich sagen, einmal das Bild, wo diese kleine Tasche hier mit drin ist. Da haben wir hier gerade Glitzer, habe ich da drauf. Ich hoffe, man sieht das. Also das mit dem Glitzer ist immer so ein bisschen schwierig zum Zeigen. So, dann hier die andere Seite. Und ich würde sagen an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.